Wie geht es deutschen Unternehmern? Ist die Lage wirklich so schlimm, dass sie mit Verwaltungsvorschriften und mit allen möglichen anderen Dingen so befasst sind, dass sie kaum noch zum normalen Arbeiten kommen? Wie ist die Befindlichkeit? Da habe ich im Internet ein Video gefunden. Genauer gesagt, Leser haben mir das geschickt mit Sabine Saupe, Unternehmerin aus Bad Dürnberg, und ich war beeindruckt. Sie sagt dort bei einer Versammlung ihrem Bürgermeister so richtig die Meinung, und mehrere Leser haben mir gesagt, laden Sie die Frau Saupe doch mal zu einem Interview ein, und genau das habe ich gemacht, und sie war auch bereit. Vielen herzlichen Dank, schön, dass Sie da sind. Dankeschön für die Einladung. Ich bin sehr überrascht. Also, wir sind am Ende der Welt, nee, in der Mitte der Welt oder auch wo auch immer, aber Dankeschön. Ja, ich musste es auch erst nachschlagen zwischen beziehungsweise hart an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen, aber noch auf der sachsen-anhaltinischen Seite. Korrekt. Habe ich es richtig hinbekommen, genau. Und ich will jetzt nicht nochmal das Ganze abspielen, was da los war bei dieser Versammlung. Vielleicht erzählen Sie einfach selber nochmal, was Sie dem Bürgermeister gesagt haben, wo Sie als Unternehmerin der Schuh drückt aktuell. Ja, ich betrachte diese Geschichte, es waren ursprünglich ja andere Gründe. Man müsste vielleicht auch mal den gesamten Beitrag anschauen. Es ging uns natürlich auch um die Vorbereitung, wenn wirklich mal ein Blackout kommt, um den Menschen hier doch schneller helfen zu können, weil wir ja viele Sachen nicht wissen, wer dann in Not ist. Und das war eigentlich unser Hauptanliegen. Aber ich wollte dann doch auch noch die Probleme der Unternehmer hier vor Ort ansprechen, nicht nur hier vor Ort, ich denke auch in ganz Deutschland. Wir brauchen uns die Augen nicht zu verschließen. Ich bin ganz klar der Meinung, die Richtung geht in Abschaffung Mittelstand. Anders kann man die Politik macht nicht unser Bürgermeister. Ich habe ihn angesprochen. Wen soll man denn sonst ansprechen? Aber ich habe ihn angesprochen, dass wir hier in einer sehr schwierigen Lage sind. Viele Unternehmer suchen nach Ausweichmöglichkeiten, gerade im Häuserbau, wo viele Materialien nicht bekommen, die man nicht bekommt oder die schon so im Preis hoch sind, dass jetzt auch die Bauherren nicht mehr bauen. Also sie haben große Schwierigkeiten, Arbeit zu finden, suchen nach anderen Möglichkeiten, anderen Einsatzgebieten. Und das ist schon eine Katastrophe, die sich hier entwickelt, ja. Weniger für mich, weil ich arbeite zu 100%, kann man sagen, mit Manpower. Unsere Monteure sind europaweit unterwegs. Aber auch da steht für mich natürlich die Frage, wie lange wird es Diesel und Benzin geben? Dann stehen eben auch wir. Und ich wollte eigentlich mal, dass unser Bürgermeister, weil ich höre davon einfach nichts. Und das erregt mich. Ich höre davon nichts, dass uns mal jemand anspricht, kommt mal zu uns und sagt uns unsere Probleme. Denn wenn unser Bürgermeister unsere Probleme nicht kennt, kann er sie nach oben nicht melden. Er sagt zwar, ihm sind die Hände gebunden, aber er könnte für uns sprechen. Haben Sie den Eindruck, dass jemand wie unser Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck sein Ohr beim Mittelstand hat? Er ist bekannt für diesen Ausspruch, wenn der Bäcker, wenn das schlecht geht, dann macht er halt mal zu und deswegen ist er nicht bankrott. Wie kommt so etwas bei Ihnen an? Was haben Sie für einen Eindruck von der Mittelstandsnähe unseres Wirtschaftsministers? Schwierig. Sie sagen das so, aber Sie sehen, was momentan in Deutschland los ist. Wenn jemand etwas sagt und kritisiert, wird er in eine Ecke geschoben, die für denjenigen schon wieder gefährlich ist. Herrn Habeck interessiert das nicht. Es interessiert ihn nicht. Wir können doch ehrlich drüber reden. Ich rede mit so vielen Menschen. Ich bin ja sicherlich auch viel hier im Büro gezwungen, aber ich rede mit Kunden. Ich rede mit Mitarbeitern von großen Kunden. Ich rede mit vielen Menschen, die natürlich hier komischerweise natürlich auch zu erreichen sind, mit denen man reden kann. Die wissen das alle. Wir wissen das. Es interessiert keinen. Es ist eine Richtung eingetreten, die eigentlich auch jedem bewusst werden müsste, was dort entschieden wird bei Herrn Habeck und bei
Den Mitgestaltern, das ist keine Gestaltung für Deutschland. Das ist eine absolute Katastrophe in jeglicher Richtung. Ich muss das so ehrlich sagen. Da kann unser Herr Schulze nichts dafür. Ich kenne ihn persönlich sehr, sehr gut. Er ist kein schlechter Mensch. Ich Der kenne eigentlich auch, Bürgermeister. ja, ich kenne eigentlich, ja, der Bürgermeister. Ich Weil kenne ja nicht eigentlich alle kennen in Deutschland wahrscheinlich. keinen schlechten Menschen. Ja, die sind aber viele versuchen vielleicht sich einfach durch das Rüberschlagen auf dieser Seite, wo man sich ruhig zurücklehnen kann, einfach durchzukommen. Aber ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht, weil so bin ich nicht erzogen worden. Ich weiß, was meine Eltern mir oder mein Vater vor allen Dingen mir aus den alten Zeiten erzählt hat und hat mich gebeten, das nie wieder zuzulassen. Und dafür lebe ich. Jetzt haben wir zwei Themengebiete. Das eine die Angst vieler Menschen zu sprechen und das andere die Drangsalierung sozusagen der Unternehmer. Fangen wir mit dem ersten an. Da habe ich auch mit Uwe Tellkamp gerade in einem Interview haben wir lange darüber gesprochen. Er sagte, ihn erinnere das wieder ein bisschen an die DDR, dass man sozusagen im privaten Bereich eines spricht, im direkten Austausch mit Leuten, wenn es eine nicht öffentliche Rede ist, dass man dann aber, wenn es öffentlich wird, oder wenn man mit Menschen spricht, die man nicht näher kennt, sich fürchtet, manches anzusprechen und sich dann langsam herantastet und so eine gewisse Angst, herrscht. Sie haben das ja jetzt schon ein bisschen angedeutet. Sie sagten, im privaten Gespräch erzählen Ihnen sehr, sehr viele, dass Sie das sehr kritisch, sehen. Haben Sie den Eindruck, dass Sie das jetzt auch öffentlich sagen würden oder vor einer größeren Menge oder herrscht da doch eher dann eine gewisse Vorsicht? Die sagen das nicht öffentlich, die sagen das im persönlichen Gespräch. Sie sagen, ja, ich versuche schon irgendwas zu tun, damit ich mein Gesicht im Spiegel noch anschauen kann. Überzeugt haben mich so viele Zuschriften, auch per Mail. Viele Firmen haben mir geschrieben. Mich haben Unternehmensberater angerufen, mit denen ich vor Jahren zusammengearbeitet habe. Zum Beispiel einer aus Berlin, der rief mich an und sagt, wenn es doch um Gottes Willen noch mehr Unternehmer gäbe, die einfach mal sagen, was sie denken. Oder was das, ich kann es nicht verstehen. Sie müssten ja eigentlich bemerken, dass das gar nicht gut gehen kann, alles, ne? Für die ganz großen Unternehmen kann ich mir vorstellen, die werden irgendwann mal versuchen, dann den Rest, der dann auf der Straße liegen bleibt, aufzufangen. Oder wie das auch alles geplant ist. Es kursiert ja so viel. Das will ich gar nicht wiederholen. Aber sie müssen sich doch einfach nur mal. Jetzt werde ich öfters mal gefragt, zum Beispiel, wann bist du wach geworden? Wann bin ich als Unternehmer wach geworden? Ich bin sehr zeitig wach geworden. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Man muss sich manchmal hineinversetzen, wenn man viele Dinge sieht, die geschehen und plötzlich bemerkt, dass alles zusammenpasst. Ja? Sie haben Mitarbeiter, gute Mitarbeiter. Wir vertrauen uns. Das Wort Vertrauen ist bei uns im Unternehmen ein ganz großes Wort. Und die plötzlich zu mir kommen und sagen, es wird ein Thema, das vielleicht gar nicht hierher gehört, muss man aber in dem Fall ansprechen, weil wir mussten ja damit arbeiten und zurechtkommen. Und ich habe eine große Verantwortung für meine Mitarbeiter. Ich muss sie gesundheitlich untersuchen lassen, Höhentauglichkeit, Fahrtauglichkeit. Und dann steht die Frage, muss ich mich impfen lassen? Und ich sage nein. Das musst du nicht. Du musst 50, 60, 70 Meter auf den Mast klettern. Ich bin verantwortlich für deine Gesundheit und ich stelle es jedem persönlich frei, dies nicht zu tun. Und das habe ich auch so gehalten. 70% meiner Mitarbeiter sind ungeimpft und die bleiben auch ungeimpft. Das machen sie jetzt nicht mehr für mich, sondern für sich selbst. Wir wissen viele Wahrheiten, die jetzt ausgesprochen werden. Aber ich will Ihnen nochmal dieses Problem schildern, wenn man dann vor einer Entscheidung steht. Ja, wenn man von allen Seiten aufgefordert wird, dies zu tun, aber auch Mitgeschäftsführer, Geschäftspartner, bei mir kommt keiner ungeimpft hier rein, da habe ich gemerkt, an dieser Stelle stimmt was nicht, weil man kann Menschen nicht ihrer Gesundheit berauben. Man kann, oder vielleicht nicht berauben, falscher Ausdruck, aber man kann sie nicht zwingen, sich etwas geben zu lassen. An der Stelle wurde ich sehr skeptisch. Dann kam auch noch ein Unternehmensberater aus Berlin, der erzählte mir Dinge vor 2 Jahren. Da habe ich gedacht,
Das kannst du niemandem gegenüber wiederholen. Das, der Mann, da kann einfach nicht dicht sein. Kann, geht nicht. 90% von dem, was dieser Mann mir damals erzählt hat, ist eingetreten. Und wenn ich dann beginne, auch mir die Zeit abends zu nehmen, zu recherchieren, die einzelnen Punkte zusammenzuknüpfen, um was es eigentlich geht auf dieser Welt, dann muss ich sagen, kann ich das nicht begleiten. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Sabine, wenn du Dinge erkennst, die Menschen wehtun oder du ungerecht sein musst, mach das nicht mit, denn ich musste es schon tun. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann das nicht. Und er hat mir Dinge erzählt, die wissen wir jetzt alle, oder wir wissen sie ja nicht, die anderen wissen ja viel mehr, ja, aber wir wissen sie ja nicht, wir dürfen das ja nicht sagen. Aber da wusste ich, ich muss zu meinen Mitarbeitern stehen, denn die wissen, ich beschütze sie, ich bin für sie da, ich werde das niemals tun. Und ich bin heute froh, dass ich das so getan habe. Und es sind noch viele, viele Repressalien mehr, die einen als Unternehmen treffen, wo man sagen kann, das kannst du so nicht begleiten, die Wahrheit liegt woanders. Und Herr Habeck hört uns nicht zu. Unsere Regierung hört uns nicht zu. Wir können zumachen, aufmachen, zumachen. Was soll das? Ist doch totaler. Und wenn Sie ihn sehen, wenn er dann in seiner Berliner Blase sitzt und er dann lächelt und uns noch anlächelt und auslächelt, dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Es interessiert ihn nicht. Jetzt hat mich der Habeck so emotional mitgenommen, Ihre Schilderung, dass mir sogar der Kopfhörer aus dem Ohr gefallen ist. Wahrscheinlich rege ich mich auf, aber ich sehe das wie Sie. Sie haben das sehr interessant beschrieben mit dem Familiären, weil eine These von mir ohne Anspruch auf Wahrheit im Gegensatz zu den Haltungsjournalisten, sage ich ja nicht, dass ich im Besitz der Wahrheit bin, ist, dass die Menschen in den neuen Bundesländern, die eigentlich gar keine neuen sind, aber Sie wissen, was ich meine, die autoritäre Regime erlebt haben oder aus familiären Schilderungen gut kennen, dass die heute sehr viel wachsamer sind gegenüber gewissen Fehlentwicklungen, die wir haben, während in den alten Bundesländern sehr viele dazu neigen, so mein Eindruck, sich eine rosa Brille aufzusetzen und sagen, na ja, das wird schon alles so nicht sein und das wird übertrieben. Drum finde ich Ihr Beispiel hier so interessant. Also bei Ihnen ist das regelrecht ein familiärer Auftrag, den Ihnen Ihr Vater mitgegeben hat. Und meine persönliche Erfahrung ist, wie ist da Ihre, dass das doch bei vielen so ist, die aus der ehemaligen DDR stammen, eigene Erfahrungen, familiäre, dass man da eine Impfung in Anführungszeichen gegen alles hat, was in Richtung Autoritäres geht. Wie sehen Sie das? Nicht alle natürlich, aber tendenziell, Sie wissen, was ich meine. Eine sehr interessante Richtung darüber. Sprechen viele Menschen, diskutieren viele Menschen, warum ist das so und so? Ich glaube natürlich in den letzten Jahren, seitdem wir die Wiedervereinigung hatten, haben sich auch bei uns viele Menschen geändert. Also es geht natürlich auch bei uns, bei vielen Menschen, auch bestimmt auch bei Unternehmern, darum, um ordentlich Geld zu verdienen. Ja, auch vielleicht in manchen Dingen wie soll ich es ausdrücken, die Worte der Mitarbeiter, die kommen nicht bei jedem dann an. Bei mir können sie hier durch die Tür gehen, die müssen nicht mal anklopfen. Ja, die wissen, wenn sie Sorgen haben, Familien haben viele Sorgen. Und wenn ein älterer Mitarbeiter zu mir reinkommt, der wirklich schon viele Jahre bei mir arbeitet und unter Tränen mir sagt, dass seine Frau, es zerreißt mich, was hier passiert, wenn seine Frau den Job aufgeben muss, den sie seit 20 Jahren macht und sie ist wirklich Expertin in ihrem Job, wenn sie sich nicht impfen lässt. Wenn er in Tränen vor mir steht und sagt, ich lasse mich auf keinen Fall impfen und sie hatte sich dann impfen lassen und ist wirklich da 14 Tage schwer erkrankt daran. Vielleicht auch psychisch spielt dann sicherlich alles auch mit eine große Rolle. Sie wird es aber nie wieder tun. Ich habe viele Beispiele. Ich will aber, um Gottes Willen, das ist ja nicht unser Thema, aber die Verantwortung, die ein Unternehmer dann hat, zu sagen, bisher und nicht weiter. Und wie soll ich das ausdrücken? Vertrauen ist eigentlich das Wichtigste im Leben. Ja, das Wichtigste auch zwischen mir und meinen Mitarbeitern. Wenn die mir nicht sagen, was bei uns nicht stimmt, dann können wir nichts ändern. Ja? Und dieses Vertrauen, das kann ich als Unternehmer, der seit 22 Jahren Unternehmer ist, zu unserer jetzigen eingesetzten Regierung nicht mehr aufbauen. Das ist zerstört. Frau Sauber, Sie haben jetzt was ganz Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt,
Sie brauchen das Feedback, die Rückmeldung von Ihren Mitarbeitern, weil wenn die Ihnen nicht sagen, wo der Schuh drückt, können Sie nichts ändern. Ich übertrage das jetzt mal auf unsere Gesellschaft. Da habe ich den Eindruck, dass genau diese Rückmeldung massiv gestört ist, weil es viele Themen gibt, die tabuisiert sind, die man nicht aussprechen darf und dass deswegen unsere Gesellschaft, unsere Regierung einen Mangel an Rückmeldung hat und bestimmte Themen völlig ausgeblendet werden. Die Rückmeldungen sind nicht gewollt. Sie sehen doch, wenn ich, mir hat zum Beispiel ein Kneiper vor kurzem gesagt, ich wollte einen Termin bei ihm machen, haben uns lange unterhalten, weil jetzt auch viele regional anrufen, auch Unternehmer regional anrufen, die natürlich diese Worte nicht aussprechen, die ich ja ausspreche. Ich spreche Dinge hier bei ihnen aus, da weiß ich selbst, ich habe ja hier auch auf YouTube Nachrichten, ich soll Springerstiefel anziehen und hat totaler Irrsinn. Wir sind hier nie wieder Nazis gewesen. Das ist doch Quatsch. Was? Ich will das gar nicht mehr hören. Links, rechts, Nazis. Wir sind sicherlich... Und dieser Gaststättenbesitzer sagte, ich denke doch genauso wie du, Sabine. Aber wenn ich hier in der Gaststätte Gäste habe, kann ich mich doch nicht outen. Dann treffe ich auf jemanden, der eine ganz andere Meinung hat und der kommt dann nicht wieder zu mir. Ja, also die Meinungen nach außen gehen eigentlich nur noch im engsten Familienkreis beziehungsweise wo die dann wissen, dass der Chef komplett anders denkt, dann geht das gar nicht raus. Und das ist wirklich erstaunlich, weil das gab es in der alten Bundesrepublik, gab es das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es da solche Ängste gab. Ich war ja damals Jungsozialist bei der SPD und im tiefsten konservativen Bayern war das natürlich etwas, was nicht so beliebt war, aber es gab nie irgendwelche Benachteiligungen deswegen oder Situationen, wo ich jetzt Angst gehabt hätte, obwohl das ja damals genau gegen den Mainstream war, umgekehrt wie heute. Und mich erschreckt das zutiefst und Sie haben es ja gerade sehr schön gesagt, wenn diese Rückmeldung fehlt, dann kann man eben diese Probleme nicht ändern, sie werden immer größer und meine Angst ist eben, dass die dann irgendwann einmal so groß werden, dass das Ganze kippen kann. Ich betone es noch einmal. Die Menschen wissen, dass es nicht gehört werden soll. Es soll nicht gehört werden. Sie lächeln uns an und sagen, sie sind die beste Regierung dieser Welt, aber agieren komplett gegen ein erfolgreiches... Ich will es noch nicht mal... Es ist meine Heimat, verdammt nochmal. Ich habe so viele Unternehmer und das tut so weh, die dieses Land verlassen, erfolgreiche Unternehmer, die ihr Geschäft hier aufgeben, weil Ungarn sagt, wir machen euch unser Tor auf, wir machen für euch große Industriegebiete, ihr könnt hierher kommen und die gehen. Und das kann nicht sein. Wir angeblich brauchen wir Fachkräfte. Die Menschen, die gekommen sind, die tun mir leid, weil im Grunde werden Vielzahl dieser Menschen auch nur eingefärbt. Ich hatte hier 8 syrische Bewerber. Ja, nur mal ein Beispiel. Davon gaben mir 4 Bewerber keine Hand, weil ich eine Frau bin. Das muss ich akzeptieren. Es ist eben auch so. Ne? Aber ich habe dann auch den Mut gehabt, mit dem Arbeitsamt gemeinsam zu sagen, komm, wir probieren es. Ne? Konnten viele kein Deutsch und 2 konnten Deutsch. Ich sage, ich probiere es mit euch beiden, weil ihr Deutsch könnt und könnt dann euren Leuten erzählen, was wir tun. Ja, die Arbeit, die wir tun, ist schwer. Die Arbeit, die wir tun, ist in Höhe, bis 80, 90 Meter und höher. Die hatten 14 Tage Trainingsmaßnahme bei uns auf der Baustelle. Die Mitarbeiter waren wirklich nett zu ihnen. Ich habe meine Mitarbeiter auch für diese Art, sie so aufzunehmen, bedankt. Und die sagten auch, ihre Mitarbeiter sind toll. Aber das geht gar nicht. So arbeiten können wir nicht, das geht nicht. Ich akzeptiere das doch auch. Lieber ist mir Ehrlichkeit von vornherein lieber, wie wenn ich jemanden 3 Wochen durchschleppe, bis dann wir dann merken, das geht gar nicht. Ne? Aber da will ich nochmal sagen, wo werden wir sie integrieren? Werden wir sie, weiß ich nicht, wo werden wir sie integrieren? Bei der Polizei? Oder vielleicht auch, ich weiß es nicht, wo werden wir sie integrieren? Sagen Sie mir das. Ich bin um Gottes Willen nicht ausländerfeindlich, um Gottes Willen. Ich bin stolz auf unser Land. Wir waren doch so viele Jahre ein Land, das nach außen hin gesagt hat, wir sind das Land, da kann man hinkommen, dort würde ich gerne leben.
Wir haben uns verändert. Und warum? Ich sage nicht Ost und West. Ich bin immer dafür, wir hatten eine Wiedervereinigung. Wie auch immer die jetzt entstanden sind. Ich will nicht mehr von Leipzig reden. Ich bin von den großen Sachen schon abgekommen, davon zu reden, wie was entstanden ist. Aber viele haben es nicht begriffen. Und dann frage ich mich schon so ein bisschen, was ist der Unterschied zwischen Ost und West? Wie kommen wir zusammen? Und ich glaube tatsächlich, dass im alten Bundesland doch viele, wir im Osten, wir hatten Herrn Honecker, wir hatten ganz andere politische Inhalte, mit denen wir auch nicht einverstanden waren. Wir sind in Indershop, das hat so gut gerochen, ich vergiss den Geruch nie. Ja, nach Seife und nach Kaffee und nach, da haben wir immer gesagt, denen da drüben geht's so gut. Ja, was das jetzt bedeutet, das wissen erstmal jetzt alle, das hat nichts zu bedeuten. Ihr habt euch ganz anders, ich weiß gar nicht, woher Sie kommen, Entschuldigung. Ach so, die haben sich ganz anders entwickeln können. Die waren viel zufriedener. Dann hieß es plötzlich, habe ich auch schon alles erlebt, ja, seit der Wiedervereinigung, ihr seid schuld. Wir mussten, die sind, wir haben doch viel mehr gezahlt. Wir haben doch viel mehr gezahlt für die Wiedervereinigung. Ja, und darum geht es heute auch gar nicht mehr. Aber warum ist das Denken im alten Bundesland anders? Ich glaube auch viel schärfer wie bei uns. Ja, also da kann man mit kaum niemanden, also doch mit vielen kann man schon reden, die auch sagen, das kann so nicht bleiben. Aber viele haben doch eine Meinung, wo ich sage, woher stammt das? Ich hatte letztens, ach, das darf ich vielleicht gar nicht erwähnen. Darf ich das erwähnen? Worum geht's? Sie dürfen bei mir alles erwähnen, ob YouTube das dann zensiert, ist eine andere Frage. Und die Quellen schützen, keine Namen nennen im Zweifelsfall. Nein, das ist ein Interview, was ich gesehen habe, was Frau Baerbock in England gegeben hat. Das dürfen Sie erwähnen. Ja. Sie hatte ein Interview gegeben und ich habe mir das mal angeschaut. Und da hat sie wohl erwähnt, sie stand an der Oder und schaute auf die Oder und hat sich dabei gedacht, ich stehe auf die Schultern, auf den Schultern meines Opas, denn schon der hat gegen die Russen gekämpft. Wo kommt das her? Hat sie sowas wirklich gesagt, ja? Das im Interview in England, ja. Und da frage ich mich schon, müssen wir noch wenn mal sie sowas erwähnt, wenn sie sowas erwähnt, woher kommt das? Ja, also wir sind ja nun schon erzogen, wir sind ja deutsch-russische Freundschaft, ja. Woher kommt der Krieg? Und ich sage immer wieder, auch als Unternehmer, wer profitiert von dem Leid der anderen? Und wer am meisten profitiert, der hat doch sicherlich auch am meisten davon. Wir einfachen Leute hier nicht. Und darum geht es ja auch in der Diskussion. Warum macht man nicht Frieden? Warum spricht man nicht miteinander? Warum ist das nicht gewollt? Wir leiden, unsere Unternehmen werden kaputt gemacht. Und deswegen glauben sehr, sehr viele, auch sehr viele Unternehmer, dass wir hier weg müssen. Wir sollen hier weg in Deutschland. Weil die unternehmen etwas. Wir sind vielseitig. Wir entwickeln immer etwas. Und das darf man doch nicht aufhalten. Doch nicht in einem fortschrittlichen Land. Da würde ich jetzt sagen, dieses große Thema machen wir jetzt nicht auf dieses Fass. Also bei der Baerbock müssten wir einfach nochmal prüfen, ob sie vielleicht falsch interpretiert worden ist oder wie auch immer. Und mit dem Verhandeln. Da können wir uns ja nochmal unterhalten. Genau, und mit dem Verhandeln, das ist ein eigenes Gespräch, weil wenn der eine halt angreift, dann ist es schwierig, wenn der schießt, da zu verhandeln. Aber ich würde sagen, das Thema machen wir nicht auf, weil es uns ja um, sonst haben wir noch ein eigenes Interview, müssen wir nochmal ein eigenes machen. Dass die Leute so massenhaft weggehen, das ist ja auch etwas, was in den großen Medien kaum thematisiert wird. Das ist aber Ihr Eindruck, dass da wirklich eine Bewegung stattfindet, also dass viele Unternehmerkollegen entweder das schon machen oder tun. Ich höre das nämlich von vielen. Also ich habe jetzt auch gerade wieder jemand kennengelernt, selber Unternehmer, und er sagt, alle, die er kennt, die denken entweder darüber nach, wegzugehen, oder haben sich schon so aufgestellt, dass sie ein anderes Standbein in einem anderen Land haben. Und wenn das auch nur ansatzweise stimmt, dann ist es ja eine Tragödie, die sich hier abzeichnet für Deutschland, wenn die Leistungsträger und die Substanz weggeht. Ja, ich habe einige Unternehmer, wir treffen uns immer noch regelmäßig, sie kommen immer noch mal von Ungarn rüber,
weil sie natürlich ja auch noch ein bisschen was abzuhandeln haben oder auch Freunde haben. Und ich sehe Tränen in den Augen, ja. Ich sehe wirklich Tränen in den Augen bei den Leuten, weil sie weggehen und sich ja auch wieder neu aufbauen müssen. Sie müssen auch sprachlich sich wieder verändern. Aber die sind so verzweifelt, dass sie sagen, das Spiel steht hier fest. Also uns wird hier nicht geholfen. Wir müssen uns ein neues Leben aufbauen. Für mich kommt das noch nicht in Frage, weil das ist meine Heimat. Das ist mein Zuhause. Hier haben sich meine Eltern nach der Flucht niedergelassen und haben hier alles schon mal aufgebaut. Und die haben alle 70% ihrer Familien im Krieg verloren. Das darf nicht noch mal sein. Das geht nicht. Und wer ein Gefühl hat und wen das nicht zerreißt, dieser Zustand, der jetzt hier ist und von Linken und Rechten spricht und von Hass und von, nein, man muss in sich gehen und einfach mal nach innen schauen, nach sich schauen und sagen, hier stimmt was nicht. Und so möchte ich meine Zukunft, mein Leben nicht leben. Ich möchte Menschen um mich haben, mit denen ich mich freuen kann. Wir haben jetzt über Probleme bei der Meinungsfreiheit gesprochen. Ich möchte jetzt mal Advocatus Diabolo spielen oder das sagen, was Angela Merkel in einer ähnlichen Situation gesagt hat. Die hat gesagt, wo sind denn Probleme bei der Meinungsfreiheit? Sie können doch das jetzt alles hier öffentlich sagen. Wie würden Sie da antworten? Niemals, könnte ich nicht. Man kennt ja nun durch seine Aktivitäten, weil man ja natürlich auch mit vielen Menschen spricht, viele Aussagen. Und sie sehen, was passiert, wenn Menschen etwas sagen. Wir brauchen nicht von den Mainstream-Medien zu sprechen. Die Wahrheit liegt ja wohl angeblich immer nur dort. Und wenn ich mit alten Menschen spreche und mit alten Menschen zusammen bin, die schauen eben auch nur die Mainstream-Medien und wissen in ihrem Inneren, das, was dort geschieht, ist gut. Ich bin nur ein kleines bisschen jünger, auch nicht mehr so jung, aber ja, ich gucke auch nun mal nach links und rechts. Und ich schaue mir auch mal andere Wahrheiten an. Und wenn die Wahrheiten meine Seele berühren und ich sage, hier knüpfen sich die einzelnen Punkte zusammen. Es ist rund. Da brauche ich als Unternehmer nicht mehr weiterdenken. Denn Unternehmer und denken ja auch unternehmerisch und können sich reinversetzen, auch in Dinge, wenn Böses geplant ist. Und wenn das rund ist. Aber jetzt nochmal, Angela Merkel würde Ihnen sagen, ja, Sie können doch Ihre Kritik jetzt hier im Interview äußern. Wo ist denn das Problem mit der Meinungsfreiheit? Das Problem mit der Meinungsfreiheit, jeder glaubt, wenn er das sagt, was er denkt. Und das machen ja auch einige Repressalien erleiden. Ja, es ist bekannt, dass Menschen, die noch vor kurzem ganz intensiv, nur mal ein Beispiel, wenn das, Frau Merkel sagt uns ja nichts mehr, ich würde ja gerne noch ein bisschen was sagen, aber sie sagt uns nichts mehr. Aber wenn man davon redet, ja, der eine sagt, ja, es gibt Impfschäden. Ich kann von tatsächlichen, wichtigen, gesehenen Impfschäden berichten. Dürfen wir aber nicht, weil wir auf YouTube sind und dann wird es zensiert. Da sind wir schon bei der Meinungsfreiheit. Ja, ich sag noch mal, nein, aber wir können das doch nicht mehr. Das geht doch nicht. Wir können doch nicht, wir haben doch ein Bewusstsein. Wir haben doch ein Bewusstsein. Ich sag das zu jedem. Also, ihr habt doch ein Bewusstsein. Wenn ich dann mit den Leuten gesprochen habe, sagte, Mensch, eigentlich, du hast recht. Ich sage, ihr sagt nichts, weil ihr Angst habt davor, weil ihr eure Karriere haben wollt. Aber in welche Zukunft steuert ihr denn? Wie wollt ihr denn mal leben? Meine Kinder, meine zwei Söhne studieren. Die denken, die machen in diesem Land mal ihre Zukunft. Ich sehe das nicht mehr so. Ich sehe das nicht mehr so. Ich komme nochmal auf die Aussage von Frau Merkel zurück, weil ich glaube, das Problem ist, dass viele das missverstehen und denken, Meinungsfreiheit endet erst dann, wenn man sofort ins Gefängnis kommt, wenn man das Falsche sagt. Aber das war ja nicht mal in der DDR so. Meinungsfreiheit endet auch da, wo eine Atmosphäre erzeugt wird, wo ganz, ganz viele Menschen
wie auch immer geartete Angst haben, ihre Meinung zu sagen, weil sie sich vor Repressalien, vor Ausgrenzung, vor Diffamierung, vor Verfolgung fürchten. Und genau diese Atmosphäre haben wir in meinen Augen in Deutschland. Ich denke, das ist auch für Sie in gewisser Weise riskant, dass Sie sich aus dem Fenster lehnen. Ich erlebe das ja selber, brauchen wir jetzt nicht anfangen, was ich alles erlebt habe, bis hin zu Ermittlungsverfahren und dergleichen. Und ich glaube, es ist genau diese Atmosphäre und diejenigen, die das schönreden, die machen diesen großen Trugschluss, Meinungsfreiheit endet da, wo man sofort ins Gefängnis kommt, aber so ist es nicht und so war es nicht in der Geschichte. Wir haben ja die Möglichkeit, viele Medien zu nutzen und auch zu lesen. Und es gibt ja auch bei mir so Lektüren oder auch Beiträge wie zum Beispiel die Nachdenkzeiten, ne? Wir reden von Demokratie. Unsere Regierung sagt, sie sind demokratisch. Jeder kann das Wort aussprechen, ich bin Demokrat. Ich bin Demokrat. Ich bin Demokrat in meiner Firma und sage aber zu meinen Leuten, ihr müsst nicht 8 Stunden arbeiten, sondern 14 aus einem Grund, ich bin aber demokratisch. Das ist jetzt nur ein dummes Beispiel, gehört eigentlich auch nicht her. Die DDR war ja auch Deutsche Demokratische Republik und der Honecker hat sich auch als überzeugter Demokrat gesehen. Ja, aber ich hatte eine sehr schöne Kindheit, ja. Auch wenn meine Eltern alles auch wieder von vorne aufbauen mussten. Wir hatten eine sehr schöne Kindheit und die Menschen haben zusammengehalten. Die Menschen haben ganz anders zusammengehalten wie heute. Die konnten sich gegenseitig auch mal mit Stroh helfen auf dem Dorf oder und das gibt es heute kaum noch. Es gibt kaum noch Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. Das scheint sich aber jetzt etwas zu ändern, weil jetzt unterstützt man sich mit Gesprächen. Auch wenn Sie sagen, ich weiß nicht, ob man, mein Gott, wenn die jetzt sagen, ich habe etwas gesagt, wofür ich ins Gefängnis müsste, dann hoffe ich bekomme wenigstens meine Lektüre mit. Weil es ist einfach so, man muss mit seinem Herzen, mit seiner Seele dabei sein. Und was nützt es, wenn ich durch die Welt gehe und Menschen anlächle und kann das gar nicht mehr? Ich möchte einfach so alt werden und sagen können, das bleibt meine Heimat. So wie sie sich jetzt entwickelt, kann es nicht meine Heimat sein. Aber ich bleibe hier. Frau Saube, wir sind jetzt schon sehr weit in der Zeit und jetzt wollte ich nur noch kurz, weil wir schon weit in der Zeit sind, noch diesen Themenbereich etwas intensivieren mit den Problemen, die der Mittelstand hat. Ich habe mich vor kurzem auch getroffen mit einem Unternehmer, Finanzbereich, und er sagte, er ist schon kurz vor der Rente, dass er inzwischen 40% seiner Arbeitszeit für irgendwelche Regulatorien und buchhalterische Dinge und all das aufwendet und dass das zu Beginn seiner Tätigkeit noch überhaupt nicht so war. Und er sagte, es macht keinen Spaß mehr und man ist nur noch mit diesen ganzen Regulatorien, mit Bürokratie, mit dergleichen beschäftigt. Wo konkret drückt bei Ihnen und den anderen Unternehmen, mit denen Sie sich austauschen, der Schuh? Das ist ein großes Problem. Was ich auch hierbei vermisse, ist die deutsche Sprache. Immer mehr Verträge, immer mehr Unterlagen. Wir hatten komischerweise in Englisch zugeschickt. Warum? Ich bin ein deutsches mittelständisches Unternehmen. Wir bekommen ständig, natürlich müssen wir Statistiken abgeben. Statistiken. Ja, immer monatlich Statistiken ausfüllen. Und wenn die nicht pünktlich kommen, dann gleich mit Mahn und vielleicht mit Mahngebühren. Ja klar, die Bürokratie, das ist eine Katastrophe. Verträge, auch wie man sich zertifizieren muss. Wir zertifizieren uns nochmal tot. Wir haben jetzt schon wieder ein neues Zertifizierungssystem. Ich weiß nicht, woher der junge Mann kommt, mit dem wir uns da wieder zertifizieren müssen. Noch nie gehört, noch nicht gekannt. Irgendein Thema ist dazugekommen, Interview von Mitarbeitern. Ansonsten genauso eigentlich wie Sicherheitszertifikat. Wir werden uns tot zertifizieren und irgendwann, ich weiß nicht, ob China so zertifiziert ist. Ich weiß nicht, ob die polnischen Kollegen, die hier mit ihren Firmen kommen, so hoch zertifiziert sind. Aber wir sind so überzertifiziert, dass wir wahrscheinlich auch gar nichts mehr auf dem Markt preislich dann mal erreichen können. Weil auch diese Zertifikate kosten ja alle Geld. Sie müssen ja immer wieder zertifiziert werden, jährlich wieder geguckt werden. Stimmt alles bei denen? Was soll ich dazu sagen? Der Mann hat recht.
Also das ist ein großes Problem, die Überregulierung. Was sind andere Probleme? Fachkräftemangel, wo drückt der Schuh noch? Abgaben? In meinem Metier sowieso. Aber ich habe hier viele Unternehmer. Wir treffen uns auch immer hier zum Unternehmertreffen. Ob das Handwerker sind, im Heizungsbau, als Elektriker. Klar, die sind nicht da. Ich kann Ihnen aber auch nicht ganz genau sagen, wo die ganzen Leute sind. Ich hatte jetzt letztens ein Gespräch, manchmal ist auch so ein kleiner Montagsspaziergang gut, hatte ich eine Bewerbung mitten auf dem Montagsspaziergang. Kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, Mensch, du, würde mich interessieren, bin Automechatroniker, verdiene aber nur Mindestlohn, wäre schön, wenn ich mehr verdienen könnte. Was kann ich denn bei dir verdienen? Und da habe ich mit ihm darüber gesprochen. Und da sagt er, ja, ich habe aber jetzt gerade ein kleines Kind und Montage. Montage ist eben ein großes Problem. Es will keiner weg. Ja, und ein Heizungsbauer braucht auch keinen jetzt ungelernten Mechatroniker. Ja, aber vielleicht kann ich ihm mal den Tipp geben. Heizungsbau und Elektronik und Mechatronik ist ja nicht so weit entfernt. Da kann man ja jemanden dann irgendwo natürlich einarbeiten. Wir arbeiten ja auch alle Mitarbeiter komplett ein. Wir haben alle Berufsgruppen bei uns, ja. Und ich habe eine sehr, sehr niedrige Fluktuation, Gott sei Dank, weil eben die Mitarbeiter wissen, sie schätzen in diesem Unternehmen diese menschlichen Werte. Und die gehen auch nicht für 2 Euro mehr weg. Und da bin ich stolz drauf. Jetzt sagen viele, dieses neue Bürgergeld, das verringere die Anreize noch für viele zu arbeiten. Also ich kenne auch Leute, ich kenne einen Kollegen vom ehemaligen Fernsehsender, wo ich eine Sendung hatte, der war auf Hartz IV. Und er sagte, dieses System habe ihn regelrecht dazu verleitet, da zu bleiben. Und es habe es sogar erschwert, für ihn da rauszukommen, weil das System regelrecht Anreize bietet, dass man dabei bleibt und dann nebenher noch schwarz arbeitet. Und da ginge es einem viel besser. Was ist da Ihre Einschätzung, wenn das Bürgergeld jetzt noch kommt? Das machen jetzt schon massig Leute. Die wissen, dass das viel besser ist. Die haben mir hier im Bewerbungsgespräch teilweise Sachen vorgerechnet, wo ich ihnen recht geben muss. Ich habe gehört, in Frankreich gab es wohl schon mal so einen Ansatz zur Demonstration, dass man faul sein darf. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, weil so bin ich nicht erzogen. Der Fleiß steckt natürlich irgendwo in uns drin, aber wir sind umerzogen worden. Die Menschen sind umerzogen worden. Schauen Sie sich mal so einen Beitrag an, zum Beispiel in YouTube, als jemand geschrieben hat, ich würde mit Nazis laufen, die Nazis. Und da habe ich mal reingeguckt, was dieser junge Mann tut. Ja, ich grüße ihn von hier mal. Der zockt die ganze Nacht und schießt und ballert. Schön. Ja, das sind so Dinge, wo ich mir sage, auch wenn ich junge Menschen so sehe, wie die sich noch miteinander unterhalten, es unterhält sich keiner mehr miteinander. Sind am Handy und gucken drauf. Wir haben eine ganz andere Welt um uns drumherum. Wir müssen wieder die Menschen dorthin bringen, weil ohne Fleiß und ohne, dass du was mit deinem Geist oder mit deinen Händen tust, verkümmerst du. Du verkümmerst. Das kann keine Freude des Lebens sein. Das darf man ja kaum noch sagen, sonst sind Sie ja schon Nazi, wenn Sie das sagen. Also es ist hart an der Grenze. Was mich da sehr schockiert hat, das war ein Bericht über eine Gerichtsverhandlung in Berlin. Da ging es um einen von diesen Klimaklebern und der wurde zu einer ganz geringen Strafe verurteilt, also 400 Euro und eher eine Aufforderung. Und da kam eben heraus, dass der von Hartz IV lebt, also er lebt von Transferleistungen, geht keiner Arbeit nach und nutzt diese Zeit dann, die sozusagen die Steuerzahler ihm ermöglichen, um sich dann in Berlin auf die Straße zu kleben und die gleichen Steuerzahler, die ihm die Transferleistungen ermöglichen, dann zu drangsalieren, indem sie zum Beispiel auf dem Weg zur Montage oder zur Arbeit im Stau stecken bleiben. Das ist für mich etwas, also da verzweifelt mein Verstand daran. Aber da halten Sie jetzt auch ein klein wenig hinterm Berg, oder? Inwiefern? Inwiefern? Ich sag doch, ich schaue mich um, ich höre Beiträge, die Leute werden doch auch bezahlt. Ich habe es in meinem Interview gesehen. Die Klimakleber. Eine Klimaaktivistin gefragt wurde, bekommen Sie von irgendwoher Geld? Ja, wir werden bezahlt, aber ich kann Ihnen nicht sagen, von wem. Also die bekommen für ihre Aktion auch Geld.
Sie sagen, ich halte hinterm Berg. Ich muss halt als Journalist, wenn ich etwas nicht belegen kann, dann kann ich es nicht behaupten. Und solange ich keinen Beleg habe, wäre das in meinen Augen unseriös, wenn ich das sagen würde. Und ich glaube, da ist die Motivlage auch ziemlich unterschiedlich. Also ich denke, wenn jetzt jemand wie der lebt von Hartz IV, ist wahrscheinlich jetzt nicht das schönste Motivierende. Und jetzt plötzlich fühlt er sich als Held, wird gefeiert, als jemand, der die Welt rettet. Also ich denke, dass das auch viele gescheiterte Existenzen anzieht, ist sozusagen zumindest mein Verdacht. Ich sage nicht, dass die alle gescheiterte Existenzen sind, aber das zieht doch die an. Also wenn man sozusagen keinen Lebenssinn hat und nur von Hartz IV lebt und jetzt ist man Klimaretter. Und die Medien feiern das. Wir haben ja eine Stimmung in der Gesellschaft erzeugt, wo die regelrecht gefeiert werden von Teilen der Medien und von Teilen der Politik und kaum mit Strafe zu rechnen haben. Ja, richtig. Ich meine, Sie sprechen mich ja an. Wir wollten ja eigentlich nur über dieses Problem der Unternehmer sprechen. Aber Sie sehen, wie alles zusammenfließt. Ja. Diese Angst, die von jeglicher Richtung geschürt wird. Die Eisbären werden bald sterben, weil wir unseren Müll nicht trennen. Und viele, viele Dinge mehr. Obwohl ich doch bis vor 2 oder 3 Jahren auch jetzt noch bemerke, dass wir eigentlich wirklich uns sehr auch um die Umwelt kümmern. Und wir sind doch sehr bewusst. Gott sei Dank. Aber ja, ist richtig. Aber man kann doch als Regierung oder wo man auch immer nicht immer sitzt, nicht alles auch immer wieder. Man sieht es an manchen Dingen, die ich auch vor kurzem nur ganz nebenbei gehört habe von der Frau van der Leyen. Ihr Pony ist gerissen worden von einem Wolf. Und habe ich nur so gehört. Und jetzt sagt sie plötzlich zu den Grünen und zu den Naturschützern, jetzt müssen wir aber was tun mit den Wölfen. Wir können nicht alles immer in eine Richtung drehen, wie es uns gefällt. Entweder retten wir den Frosch oder retten ihn nicht. Wir können nicht immer sagen, weil mir passiert ist, dass mein Frosch vom Storch gefressen wurde, dass wir die Störche alle töten. Entschuldigung, ich bin nur der Meinung, wir müssen die Augen aufmachen, wir müssen die Ohren aufmachen und müssen einfach auch Entscheidungen, die gemacht werden, von uns aus mal erkennen, als Unternehmer erkennen wir das. Wir brauchen wirklich nicht mal weiter diskutieren mit den Unternehmern, mit denen ich am Tisch sitze, die erkennen, was los ist. Ja? Und da können wir nicht alle beide immer drumherum reden und sagen, die wissen nichts, was sie tun. Sie wissen genau, was sie tun. Genau. Frau Sauper, eine letzte Frage. Wenn vor 30 Jahren bei der Wiedervereinigung, Sie sind zwar noch jung, aber nicht so jung, dass Sie sich da nicht wissentlich dran erinnern, wenn Ihnen damals jemand gesagt hätte, wo wir heute 32 Jahre später im Jahr 2022 stehen, was hätten Sie dem geantwortet? Ich bin genau in diesem Jahr nicht gefragt worden, da bin ich nämlich geboren gerade, ne? In diesem Jahr, wo Sie da die Mauer gebaut haben. Dass wir zusammengehören als deutsches Land. Wir gehören zusammen. Wir sind auch ein Volk. Wenn wir uns, das hatte zwar alles schon seinen Sinn, meiner Meinung nach, dass wir als ein deutsches Volk jetzt in dieser Situation stecken. Weil wenn wir noch ein getrenntes Land gewesen wären, wäre das nicht passiert. Es wäre diese Situation mit Russland nicht passiert. Das ist so. Aber das ist meine Meinung. Ich vollziehe nur nach, dass das in dem Richtung, dass das, wir gehören als Land zusammen und wir müssten auch langsam mal merken, wie wir als Volk miteinander leben wollen. Und das wäre mein Ansinn, dass die Menschen doch mal drüber nachdenken, wie wollen sie in Zukunft leben? Wie wollen sie in Zukunft denken? Möchten sie noch selber ein Buch schreiben dürfen? Möchten sie noch ein Lied formulieren dürfen? Wie möchten sie leben? Also ich würde sagen, ich will dir nicht wieder die Wiedervereinigung aufheben, aber ich kenne unglaublich viele in dem Alter, die damals dort auf die Straße gegangen sind bei der Wiedervereinigung. Die haben damals gesagt, ich würde nie wieder da nach Leipzig gehen wegen der Wiedervereinigung. Aber das ist nicht der richtige Weg. Wir sind Wege gegangen und jetzt sollten wir auch, wir sind ein kluges Volk. Und das sind, wir sind weltweit ein kluges Volk. Jetzt lachen zwar viele über uns auf der ganzen Welt, aber wir sollten ihnen zeigen, dass wir ein kluges Volk sind und mit unserer Regierung wirklich reden und sagen, hey, macht so nicht weiter. Ja, das war ein regelrechtes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich, Frau Sabine Saupe, Unternehmerin,
aus Sachsen-Anhalt und ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie eine sehr mitreißende, ja, Rede kann man fast sagen, bei einer Gemeindeversammlung hielt an den Bürgermeistern, die vielen Lesern sehr aufgefallen ist. Und ich bin ihm besonders dankbar, weil normalerweise wir Journalisten, wir sind ja im eigenen Saft. Wir unterhalten uns dann mit Politikern oder mit anderen Journalisten oder mit den üblichen Verdächtigen aus der Wirtschaft, die alle schon kennen. Aber wir haben relativ selten sozusagen die Stimme aus der Mitte. Auch bei den großen Sendern habe ich oft den Eindruck, dass die sorgfältig ausgewählt werden vorher, die dann da als Stimme des Volkes zu Wort kommen, weil da sehr merkwürdig das oft ist. Umso dankbarer bin ich Ihnen. Ich hoffe, dass Ihr Optimismus, dass der Recht behält und dass es Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern weiterhin gut geht. Vielen herzlichen Dank, Frau Saupe. Und ich wünsche Ihnen viel Glück und bleiben Sie schön gesund und alles Gute. Vielen Dank Ihnen auch und ganz herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuschauer. Und wenn Sie noch ein Geschenk suchen, es gibt jetzt die neuen Fun-Hemden von meinen Unterstützern, die das Ganze machen. Hier der Doppelwumms. Dieses, ja, und viele andere gibt es dann auch solche Sachen wie hier. Gasheizer, Spaziergänger, Fragen stellen, Dieselfahrer, hetero, ungeimpft. Und das gibt es auch als T-Shirt. Die lassen sich immer ganz viel einfallen und das unterstützt auch die Seite www.eine-frage-noch.de. Also da gibt es schöne Sachen, kleine Werbeeinlagen, aber dafür werden wir nicht von GEZ-Gebühren finanziert und es fließen auch keine Steuergelder und von irgendetwas müssen wir ja leben. Nochmal vielen herzlichen Dank. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Ja, sehr gerne. Ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen. Sehr, sehr gerne. Und vielleicht blicken wir dann ja zurück und sagen, damals sah es noch sehr kritisch aus und jetzt, Gott sei Dank, hatten Sie, Frau Saupe, recht mit Ihren optimistischen Tönen. Das wollen wir hoffen. Das wäre schön. Warum soll man nicht an Wunder glauben? Und meine Oma sagte immer, wenn es ganz dunkel wird im Tunnel, dann kommt irgendwann das Licht. Und vielleicht sind wir ja gerade an so einer Stelle. Sie müssen nur jeden Menschen ins Gesicht lächeln. Das reicht schon. Das ist ein gutes Motto. Und das wünsche ich auch Ihnen, liebe Zuschauer, in diesem Sinne frohe Adventstage und bald ein frohes Fest. Vielen Dank, alles Gute. Dankeschön. Wieder. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.